scheint zu funktionieren. Hm. Ah, jetzt ist das wieder so, ne? Mhm. Genau, jetzt siehst du auch dann. Jetzt kommen hier. Genau, da kommen jetzt die Fragen hoch. Okay. Geht los. Herzlich willkommen aus Berlin. Mein Name ist Ralf Buchner und ich bin Moderator heute Abend aus dem Hauptstadtstudio der Therapeuten Deutschlands. Und der Hauptgast, weswegen wir hier zusammensitzen, ist Heiko Schneider zu meiner Rechten. Hallo. Herzlich willkommen. Dann haben wir Herrn Fehrmann vom AOK Bundesverband, Spezialist für Heilmittel. Richtig? Guten Tag, ja. Herzlich willkommen. Dann haben wir Herrn von Meidel von VDEC Bundesverband, auch Hallo. Spezialist für ambulante Leistung. Ambulante Versorgung. Okay. Und den eigentlichen Gastgeber der Facebook-Seite, auf dem diese Veranstaltung live mitgestreamt wird, Dr. Roy Kühne. Ja, herzlichen Dank. Herzlich willkommen, könntest du sagen. Ja. Okay. Man kann Fragen stellen und wir werden versuchen, diese Fragen aufzunehmen, ins Gespräch reinzumachen. Wir fangen jetzt mal an, 5 Minuten hier so ein bisschen zu sortieren und klarzukommen. Und ein Livestream mit 5 Beteiligten ist eine Sache, die wir alle noch nicht so gemacht haben. Insofern würde ich um Nachsicht bitten, wenn das nicht so ohne weiteres geht. Wir haben einige Gäste hier sitzen, die sich dafür interessiert haben und sich das hier live angucken. Und wir haben vereinbart, dass die Leute, die hier im Raum sind, keine Fragen stellen dürfen, damit wir hier keinen bevorzugen, sondern dass die Online-Fragen die wichtigeren Fragen sind. Okay? Gut. Fangen wir an. Wie viele Kilometer waren es bis hierher? 560 Kilometer über den Vogelsberg, die Kasseler Berge und den Harz. Okay, was war mehr? Mehr Begleiter oder mehr Kilometer? Mehr Kilometer. Mehr Kilometer? Heute Morgen waren es 300, habe ich gehört. Ach so, ne, natürlich. Und, genau, also inklusive der Demo heute Morgen, ja. Aber auf der Tour selbst, die schweren Etappen, die bin ich dann doch überwiegend alleine gefahren. Okay. Ja. Und warum? Warum ich denn alleine gefahren bin? Warum hergefahren? Warum also, die warum Arbeit auf sich genommen? Okay. Ja, ich habe im März einen Brandbrief geschrieben, den ich an die Politik gesendet habe und an diverse Verbände und an die Krankenkassen. Und nach circa 24 Stunden habe ich die ersten Schreiben von Kollegen erhalten auf meine Praxis-E-Mail-Adresse. Und ja, die Kollegen fingen an zu schildern, dass ihre Not und ihre Situation ähnlich auch meiner ist und sie den Brandbrief sehr gut nachvollziehen können. Und seitdem reißt dieser Strom an Briefen eigentlich nicht mehr ab. Ich bin mittlerweile an bearbeiteten Briefen bei über 700. Auf meinem Rechner sind aber mittlerweile über 1000. Okay. Und sie werden von mir alle gelesen seitdem. Und jeden Morgen und jeden Abend eigentlich lese ich so 5 bis 10 Briefe. Und dann zwischendurch und am Wochenende noch mehr. Ja. Okay. Ich muss mal ganz kurz den Ton hier ausmachen. Sonst hören wir uns hier selbst mit. Entschuldigung. Ich sehe die Ordner hier. Sind das die Briefe? Das sind die Briefe, ja. Das sind die 700 Briefe im Moment. Das sind 2 Ordner. Okay. Und die Briefe heute abgeliefert irgendwo? Wenn man schon in Berlin ist? Ich habe versucht, die im Bundesministerium für Gesundheit abzugeben. Leider wollte die der Pförtner in Empfang nehmen und das habe ich dann erstmal verweigert. Und die Briefe werden jetzt einzeln eingestellt und ans Bundesministerium geschickt und von uns auch kontrolliert, dass die innerhalb von 6 Wochen auch beantwortet werden. Mhm. Jetzt können wir mal Fachmann fragen. Sind 700 Briefe relevant, irrelevant für die Politik? Also ich glaube, es geht ja gar nicht darum, wie viele Briefe zum Schluss, sondern was ist der Inhalt der Briefe? Und wenn es darin deutlich wird, in 700 Briefen dargestellt wird, dass die Versorgungssicherheit vor Ort gefährdet ist und dass die Therapeutinnen und Therapeuten in ihren Briefen schildern, dann ist das schon ein deutliches Signal. Mhm. Was ist jetzt konkret die Forderung? Also Leute schreiben Leute ganz viele Briefe und man fährt hierher mit einer großen Demo. Worum geht's? Was soll passieren? Also einmal ist das Hauptthema ist die schlechte Bezahlung, die schlechte Vergütung. Das ist einer der wichtigsten Themen. Das ist O-Ton in allen Briefen kommt das vor, dass wir unsere Familie nicht mehr ernähren können.
dass wir ein ganz großes Thema ist die Altersarmut, also wirklich Angst vor Altersarmut und das ist nicht unbegründet. Wir haben ja daraufhin auch, als wir das erkannt haben und auch ich erkannt habe, haben wir eine Umfrage bezüglich der Altersarmut gestartet, in 3 Wochen 3600 Teilnehmer gehabt. Das war auch mit sehr interessantem Ergebnis. Also das ist ein, durchzieht auch alle Briefe, ja, die Angst vor Altersarmut. Okay. Wir können mal fragen, was sagt die AOK zum Thema Altersarmut von Therapeuten? Können Sie sich das vorstellen? Ist Ihnen das bekannt? Das ist nun erstmal kein Thema für die AOK sozusagen, weil unsere Aufgabe im Heilmittelbereich ist ja eher hier zu gucken, dass die Rahmenbedingungen entsprechend ausgefüllt werden und dass wir sehen, dass wir eine vernünftige Leistung für den Patienten hinbekommen. Aber ich kann mir natürlich vorstellen, Altersarmut kann immer ein Problem sein, es kann aber unterschiedlichste Ursachen haben. Wir haben ja in diesem Bereich zum Beispiel viele Therapeuten, die nur einige Jahre oder Teilzeit tätig sind und damit können sie natürlich allzu viel Rentenansprüche erwerben. Okay. Was sagen Sie? Können Sie sich vorstellen, Altersarmut, ist das ein Thema? Natürlich ist so etwas ein Thema. Man muss natürlich den Rahmenbedingungen in der Gesamtsumme sehen und es ist ja gerade in der letzten Zeit sehr viel passiert. Von daher muss man diese Aspekte da auch in den Vordergrund setzen. Sie sprechen auf das HAVG an. Genau. Da sind extreme Vergütungssteigerungen auch mit drin gewesen. Und jetzt muss man im Prinzip sehen, wie die sich auswirken. Extreme Vergütungssteigerungen? Na sicherlich, wenn wir jetzt sagen, wir haben in den nächsten 3 Jahren wirksam dann bis zum Jahr 2020 die 30%, das ist ja das, worauf angesprochen wird, verteilt jeweils in Schritten, dann ist das natürlich erstmal eine Summe, wo man draußen erstmal die Leute zum Erschrecken bringt, 30%. Relativiert man das aber wiederum in Zahlen, ist das bezogen natürlich auf das Durchschnittseinkommen von 2028 Euro natürlich nicht so überzeugend. Und vor allen Dingen, wenn man sieht, was in den letzten 10 Jahren als Versorgungsdelta, als Entlohnungsdelta ja entstanden ist. Also das ist ja vielleicht maximal noch die Ehrlichkeit, dass man hier nachholt, aber weiß Gott, nicht in die Vorleistung geht. Sie schütteln den Kopf? Nein, ich schüttel nicht den Kopf, aber 30% ist erstmal eine große Summe und die bezieht sich natürlich auch immer auf einen Gesamtumsatz einer Praxis. Diese Praxis beinhaltet nicht nur aus Personalkosten, auch noch Sachkosten. Sachkosten sind in dieser Art nicht gestiegen um 30%. Das heißt, die einzelne Vergütungserhöhung, die dann bei dem einzelnen Physiotherapeuten noch ankommen muss, ist deutlich oberhalb von 30%. Bei einer 50-50-Quote wäre es dann eben eher ein 40% oder 50%. Okay. Sie haben ja beide Rahmenbedingungen angesprochen. Die Rahmenbedingungen, die für GKV-Leistungserbringer verpflichtend sind, sind ja die Zulassungsbedingungen des GKV-Spitzenverbandes. Und wie ist denn das, wenn man als niedergelassener Therapeut Zulassungsbedingungen der GKV erfüllen muss? Kann man damit Geld verdienen? Definitiv nein. Kann ich ganz kurz beantworten. Also ich meine, abgesehen davon, dass wir die meisten Leistungen oder viele Leistungen auch gar nicht vergütet bekommen, also sei es die ganze Dokumentation, die ganze Hintergrundarbeit, das ist, wer vergütet uns das? Ja, also Rücklagenbildung ist so halt nicht möglich. Also beziehungsweise wenn man sich das mal genauer anguckt, ist das ein, ja, also ich arbeite 10 bis 12 Stunden am Patienten jeden Tag und kann davon keine Familie ernähren, auch als Inhaber nicht, egal in welcher Konstellation, ob ich mit 8 Leuten arbeite oder alleine. Da ist Rücklagenbildung bzw. überhaupt eine Familie zu ernähren überhaupt nicht möglich. Und dann sitze ich am Wochenende noch und mache meine Buchhaltung und den ganzen anderen Rest. Also Leben, unter Leben stelle ich mir was anderes vor. Ja, ja, okay. Wir haben das mal spaßeshalber durchgerechnet. Wir haben die Zulassungsbedingungen der GKV genommen und haben mal das mit, also man kann da stehen da drin, du musst dies haben, du musst das haben, du musst jenes haben, du musst so und so viele Stunden zur Verfügung stehen und haben das mal mit Werten beziffert und haben dann geguckt, ob man, wenn man Altersversorgung auch mit berechnet, ob man dann eine Chance hat, Geld zu verdienen. Und letztendlich, das haben wir schon vor 3 Jahren gemacht, haben wir festgestellt, dass ein Physiotherapeut ungefähr 13,85 Euro pro Stunde verliert, wenn er nach GKV-Zulassung arbeitet. Ergotherapeuten 12,85, Logopäden verlieren 23 Euro pro Stunde. Ist Ihnen das klar, wenn Sie Zulassungen verteilen? Also ich glaube, es ist auch den Therapeuten nicht klar, der in solch einen Beruf geht, weil diese Zahlen einfach nicht stimmen. Stimmt. Weil nicht. Wer geht in einen Beruf, wo er draufzahlt? Also die Situation im Augenblick zeigt sich doch bei uns. Wir haben zunehmende Zahlen an Leistungserbringern, die mit uns abrechnen. Die IKs, die mit uns abrechnen, steigen. Natürlich wissen wir nicht,
wie viele Therapeuten dort jeweils dahinter sind. Wir haben die Vermutung, weil die Therapieeinheiten, die mit uns abgerechnet werden, zwar auch steigen, aber nicht in dem Maße, dass die Praxen immer kleiner werden, sozusagen. Okay. Aber wir sehen immer noch einen Trend sozusagen in die Selbstständigkeit. Von daher, die IKs, die wir ja nur sehen, wir wissen ja nicht als Kassen, wie viele Personen stecken dahinter, die dann in diesen Praxen arbeiten, die werden eigentlich von Jahr zu Jahr mehr. Okay, gehen wir mal gleich zum VDEC rüber. Es gibt einen VDEC-Zahlenbericht jedes Jahr und da steht drin, dass es weniger IKs gab in 2017 als in 2016. Nein, also die Anzahl der Praxen in der Gesamtsumme nimmt zu, und zwar in allen Bereichen. Aber nicht nach Physiotherapie. Ihren eigenen Unterlagen. Ich kenne jetzt nicht die Unterlagen, auf die Sie sich beziehen, aber Physiotherapie sind 1-2% ungefähr, auch über die letzten Jahre gekoppelt. In den anderen Bereichen sind es sogar über 2%, im Durchschnitt über die letzten Jahre. Was man natürlich sehen kann, ist, dass praktisch die Anzahl über den Durchschnitt der letzten Jahre etwas abnimmt. Also es ist so, dass die Steigerungsrate abnimmt. Die Gesamtzahl der niedergelassenen Praxen nimmt zu. Okay, das wäre mal ein Test, den wir nochmal durchziehen müssen. Das können wir im Nachhinein nochmal nachprüfen. Also wenn ich den VDEC-Gesundheitsbericht richtig in Erinnerung habe, und eigentlich kenne ich mich mit sowas relativ gut aus, dann berichtet Ihr Haus, dass Sie in 2017 das erste Mal rückläufige IK-Kennzeichen. Muss mir das in 2017 nochmal, ich habe jetzt bis heute genau, können wir für mehrere Jahre gesehen, ja. Und dann nimmt es eindeutig zu. Okay, und Sie sagten gerade, wir haben steigende Behandlungszahlen? Wir haben Zahlen der Behandlungseinheiten. Also die steigen nicht in der Zahl, wie auch die Praxen, also die IKs steigen. Die steigen geringer. Deshalb ist die Vermutung, dass sozusagen ein Umschichten stattfindet von größeren Praxen in kleinere Einheiten, in kleinere Praxen, weil ansonsten, wenn das ja immer praktisch den gleichen Durchschnitt hätte, würden wir ja auch die Behandlungszahlen, die Behandlungseinheiten, die mit uns abgerechnet werden, in dem gleichen Maße steigen sehen. Auch da bin ich jetzt ein bisschen überrascht, weil wenn man GKV-Spitzenverband, GKV-HIS nimmt, sind ja gerade die Zahlen für 2017 veröffentlicht worden, ist so deutlich ein Rückgang. In 2017 gibt es, glaube ich, eine Stagnation. Ja, das gibt 20 Millionen weniger Therapieeinheiten, würde ich nicht als Stagnation betrachten. Das macht 7,5% Rückgang der Behandlungseinheiten aus. So habe ich die Zahlen nicht im Kopf. Nee, die sind auch gerade veröffentlicht worden, deswegen habe ich es mir vorhin angeguckt. Ja. Und selbst auf 1000 Versicherte betrachtet, haben wir einen Rückgang von 1,8%. Also, okay, kommt das bekannt vor, dass die Kassen was sagen und ich als Therapeut eine andere Realität wahrnehme? Definitiv, ja. Also ich sehe das auch so, dass wir haben Kollegen, die wirklich von Praxis zu Praxis hüpfen, um in der Hoffnung, irgendwo mehr Geld zu verdienen und dann versuchen, sich selber selbstständig zu machen. Ich habe das in meiner Praxis zweimal erlebt. Und von einer weiß ich, die ist innerhalb von einem Jahr dann selber pleite gegangen, hat es also nicht durchgehalten. Bei dem anderen Kollegen weiß ich es nicht, aber das ist gängig. Also jeder versucht am Ende irgendwo sich dann mal selber selbstständig zu machen, weiß aber eigentlich überhaupt nicht, worauf er sich da einlässt, und die meisten scheitern dann wieder. Ja, also das muss ich ganz klar sagen. Also ich in meinem Umfeld haben jetzt in den letzten, also mitten in Frankfurt, haben in den letzten 2,5 Jahren 6 Praxen geschlossen. Ja. Die Bedingungen sind enorm. Ich hab mich bis hier nur halten können, weil ich eine gute Rückendeckung habe, rechtlich, und meine Frau ist Betriebswirtin. Und das ist das Einzige, warum ich mich so lange habe halten können. Ja, und jetzt war halt auch mal, auch bei mir ist halt auch mal, mir ist dann auch mal der Kragen geplatzt. Ja, und auch ein gesund Schrumpfen gibt es gar nicht. Ja, also egal, in welcher Konstellation meine Praxis führt und aufmacht, sie können das Geld einfach nicht mehr erwirtschaften. Ja, dass sie sich halten können, und Rücklagenbildung, da ist überhaupt nicht dran zu denken, nicht im Geringsten. Ja. Das wird hier auch, ich nehme jetzt ein paar Beispiele aus dem Netz. Amseln Löwe sagt, der Trend in die Selbstständigkeit ist kein Anzeichen für eine Verbesserung der Situation. Das erlebe ich auch so, ne, dass die Leute sich selbstständig machen, weil sie als Angestellte nicht gut verdienen. Und es gibt auch einige, ja genau, selbstständig bin ich, sagt Philippe Gauffriau, selbstständig, weil ich sonst noch weniger verdienen kann. Also das heißt, das von Ihnen Beobachtete, alle werden selbstständig, weil sie viel Geld verdienen wollen, weil es so lukrativ ist, ist genau der falsche Schluss. Das habe ich nicht gesagt. Okay, gut, aber das konnte man so hören. Das haben einige Kollegen so gehört. Okay, alles klar. Ne, ich habe nur gesagt, die Zahl der Behandlungen, also sozusagen, ja. Wir sehen jetzt keinen massiven Rückgang auf einmal in der Therapie, sondern wir sehen eher eine Zunahme von IKs bei einer Stagnation oder über die Jahre betrachtet beim Anstieg der Behandlungseinheiten. Wobei, da sind wir uns ja nicht ganz einig. Weder bei dem Einstieg der Behandlungseinheiten noch bei dem Zusatz der IKs würde ich beides bestreiten, dass das so ist. Aber das können wir hinterher nachprüfen. Das machen wir dann hinterher auf der Facebook-Seite, liefern wir die Daten nochmal nach. Wie ist denn das? Wenn man so eine Praxis gegründet hat, kommt man da ganz schnell wieder raus? Also wenn man feststellt, das lohnt sich jetzt nicht? Natürlich nicht. Also
Man nimmt natürlich auch einen Kredit auf, ja, den muss man natürlich abarbeiten. Ich habe zu einer Zeit aufgemacht, vor 8, 9 Jahren, also ja, ein bisschen über 8 Jahre, habe meine Praxis aufgebaut, habe mindestens 2 Etagen gehabt, habe am Anfang noch genug Kollegen gehabt, habe eine KGG installiert, weil es auch wissenschaftlich einfach das Beste ist, ja, und habe die einfach auch durch den einsetzenden Fachkräftemangel dann nicht mehr halten können. Also der Fachkräftemangel vor 5 Jahren hat da bei mir begonnen. Es war immer schwieriger, jemanden zu finden, jemanden nachzuholen. Kredite laufen aber weiter, Leasingrate für Geräte läuft weiter und du musst es bedienen und, ja, und das wird ist im Laufe der Jahre immer schwieriger geworden. Mhm. Und jetzt geht es halt eigentlich fast gar nicht mehr. Ja. Und wie kommt man dann da raus? Ja, entweder man hat Rückendeckung durch Familie oder man muss halt aufgeben. Ja. Man geht in Insolvenz. Gibt es Leute, die in Insolvenz gegangen sind? Ja, definitiv. Also ich habe Briefe von einer Menge Kollegen, die in Insolvenz gegangen sind. Die das sehr gut schildern, wie der Familie drunter gelitten hat, wie prekär die Situation dann auch, wie schlimm das eigentlich für die Leute ist und war. Und ja, also da ist es mir bei einigen Geschichten wirklich eiskalten Rücken runtergelaufen, das muss ich ganz klar sagen. Ja. Vielleicht an der Stelle nochmal diesen Aspekt der besonderen Situation, die wir mit haben. Also die Ersatzkassen machen ja bundesweit ihre Verträge. 7% haben wir zum Dezember letzten Jahres angepasst, 10% nochmal zum 1.4. dieses Jahres und die komplette Vergütung vom Osten auf den Westen Systematik angepasst. Das sind natürlich Sachen, die jetzt gerade erst ankommen. Also die Abrechnungen, die jetzt im April passieren, die kommen jetzt gerade erst in den Praxen hinein. Das heißt, wir haben schon einen Richtungswechsel bei dem Gesamtthema Vergütung derzeit geschaffen. Das muss man nur immer berücksichtigen, weil natürlich die Situation, die jetzt beschrieben wird, auch teilweise etwas auf Historie basiert und wir eine massive Änderung derzeit haben. Wie ist denn das im Vergleich zu anderen Leistungsbereichen? Wie entwickeln sich dann vergleichsweise Ärztehonorare, Krankenhausgeschichten, Arzneimittel? Ja, das kommt natürlich durch das HLVG, was dann genommen ist, aber diese Steigerungsraten haben wir natürlich im Moment in keinem anderen Bereich in der Größenordnung. Das ist schon jetzt ein ziemlich Moment, einmalige, aber wenn wir jetzt mal die letzten, wenn wir so 2009 Situation hochrechnen auf jetzt, wer hat da die meisten Steigerungsraten? Ich weiß das jetzt nicht aus dem Kopf, aber okay. Es gab in anderen Bereichen sicherlich auch höhere Steigerungsraten. Ja. Und deswegen haben wir jetzt einen Nachholeffekt, den wir jetzt im Moment gerade aufgreifen. Aber wir haben das mal nachgerechnet, wenn wir Ärztehonorare mal als Maßstab nehmen und sagen, die dürfen mehr verdienen als Therapeuten, ist okay. Nur wenn man nur dieses Wachstum mitnehmen will, was würden Sie schätzen, wie viel müsste man jetzt Cash Down auf den Tisch packen, mehr, das damit man da hinterherkommt? Kann ich Ihnen leider nicht sagen, Sie können es mir sagen, weil Sie die Zahlen erfasst haben. 34% müssten wir heute auf den Tisch packen, 34% jetzt erhöhen, damit man nur den Mitnahmeeffekt, den Krankenhäuser, Ärzte und Arzneimittelhersteller abgekriegt haben. Vergleich hinkt natürlich etwas, weil da viele Faktoren drin sind in vielen Bereichen und natürlich man den Aspekt der Steigerungsrate nicht immer auf die Personalkosten eindeutig runterrechnen kann. Aber okay, das ist ein Thema. Der Vergleich hinkt, haben Sie gesagt, finde ich ein schönes Beispiel. Warum hinkt der Vergleich mit dem Arzt? Hat das vielleicht damit zu tun, dass Therapeuten ihre Ausbildung selbst bezahlen müssen im Gegensatz zu Ärzten? Ich denke mal, natürlich sind wir uns über die Stellung des Systems klar, so wie das in Deutschland läuft. Und natürlich ist der Arzt primär erstmal für die Menschen der Ansprechpartner, aber ich stelle halt fest, das sind aus den ganzen Berichten, dass wir natürlich mit den Therapeuten, also eine wirklich wirksame Gruppe im System, im Gesundheitssystem haben, die einen wertvollen Beitrag leisten. Und ist ja jetzt momentan auch so, dass Ärzte in Therapiepraxen anrufen und nach Terminen fragen, weil von ihnen operierte Patienten auf einmal nicht nachgesorgt werden können. Oder Sie fragen, warum hat denn mein Patient, dem ich jetzt eine Überweisung gegeben habe, eine Heilmittelverordnung, auf einmal keinen Termin? Und warum dauert das denn so lange? Also wir merken schon, dass aufgrund des Deltas, was ja über die Jahre da entstanden ist und diese 34% Unterschiedlichkeit, da muss man einfach sagen, ja klar, da haben die Kollegen aus der Ärzteschaft respektvoll ausgedrückt, sehr gut verhandelt in den letzten Jahren und offensichtlich die Kollegen von den Verbänden der Therapie nicht so erfolgreich, sonst würde ja da scheinbar eine Gleichheit vorhanden sein. Hätte man dann nach HVG auch mehr als 9 oder 10% pro Jahr raushauen können? Also das habe ich ja auch schon in einem Interview gesagt, dass ich vielleicht auch zu leichtfertig rangegangen bin. Ich dachte, dass beide Seiten aufgrund der aktuellen Situation, Therapeutinnen und Therapeutenmangel, natürlich Versorgungsdeltas, also Versorgungsprobleme der ländlichen Gegend, das muss ja auch ein ureigenstes Interesse der Patientin sein, beziehungsweise auch der Krankenkassen,
dass ihre Patienten korrekt versorgt werden, weil natürlich nachhaltig sonst Schäden entstehen. Und ich hatte eigentlich eher gehofft, dass die Kollegen von den Krankenkassen, die na sicherlich auch die Zahlen haben, also auch das, was Sie gerade angesprochen haben mit den 34%, von sich aus gesagt hat, da ist ein Versorgungsloch, das ist die letzten 9 Jahre entstanden, das kompensieren wir erstmal. Und dann machen wir mal so einen Strich drunter und fangen alle wieder bei Null an, anstatt jetzt über 3 Jahre lang so eine Verzögerung zu erzeugen, wobei Sie auch selber sagen, das wirkt erst alles sehr, sehr spät. Wir wissen, dass jetzt viele Therapeutinnen und Therapeuten den Beruf verlassen. Wir haben nicht umsonst die Versorgungslöcher, gerade in vielen, vielen ländlichen Gegenden. Und das sehe ich natürlich als Patientengefährdung an. Ja, also hier schreibt Matthias Uhlmann, der Versorgungsmangel ist keine Fiktion, sondern Realität. Jemand anders schreibt, wir haben 1,5 Jahre gesucht, bis wir jemanden gefunden haben. Und die Schulen, einer hat berichtet, die Schule hätte schließen müssen, weil sie keinen Nachwuchs mehr kriegen. Was ja auch damit zu tun hat, dass Therapeuten, wenn ich mich recht erinnere, Sie können mich gerne korrigieren, die einzigen sind, die noch für ihre Ausbildung selbst bezahlen müssen. Alle anderen Gesundheitsfachberufe kriegen Geld für die Ausbildung oder müssen zumindest nichts zahlen. Ist das sinnvoll? Nein, eindeutig nicht. Das ist ein eindeutiger Mangel und es ist auch nicht akzeptabel eigentlich, warum jetzt bei Medizinern die teure Ausbildung finanziert werden wird von den Ländern und bei Physiotherapeuten oder anderen Therapeuten im Heilmittelbereich nicht. Sehen Sie wahrscheinlich genauso, ne? Das ist eine Sache, die ja erstmal ursächlich nichts mit der Krankenkasse zu tun hat, wie das Ganze zustande gekommen ist oder zustande kommt. Natürlich ist das irgendwo eine völlige Disparität, ne, dass man hier einen Beruf hat, der häufig über Schulgeld, ja nicht alle über Schulgeld, muss man ja auch sagen. 80%. Ja, nicht alle über Schulgeld, ne, hier in einen Beruf einsteigen, das ist schon schwierig. Aber was Sie sagen hinsichtlich hier Schulschließung, Nachwuchsmangel, das hören wir in anderen Bereichen auch. Also ich betreue ansonsten noch die Hilfsmittelversorgung. Da kann ich Ihnen sagen, es ist selbst in der Augenoptik, Hörgeräteakustik, Orthopädietechnik das gleiche Thema. Das ist da genauso, obwohl dort Ausbildungsvergütungen gezahlt werden, qualifizierten Nachwuchs zu bekommen, der dann eben ja, erstmal den Weg der Ausbildung geht. Also Sie hatten gerade gesagt, das geht die Krankenkassen ja eigentlich nichts an, ob die Ausbildung gezahlt wird oder nicht. Aber natürlich irgendwie schon, weil wenn ich meine Ausbildung selbst zahlen muss, dann muss ich ja das Geld auch irgendwie wieder reinverdienen. Insofern würde ich schon sagen, dass es Aufgabe der Krankenkassen ist, das mit einzupreisen in die Vergütung, oder? Vergütung ist erstmal eine Frage zwischen denjenigen, die die Vergütungsverhandlungen führen. Und da werden Vergütungssätze dann festgelegt. Und dort kommen natürlich dann diese Sätze zustande. Was da alles für diese Sätze spricht, das muss dort geklärt werden. Wie ist das als niedergelassener Therapeut? Hat man das Gefühl, dass die Vergütungsverhandlungen gut laufen? Definitiv nein. Also man fragt sich irgendwie schon, also jetzt gerade bei Körperschaften öffentlichen Rechts, da muss von Ihnen auch ein Interesse da sein, Verhandlungen so zu führen, dass am Ende Ihrem Patienten kein Schaden zugefügt wird. Und das passiert halt gerade. Und deswegen muss ich mich schon fragen, also das ist für mich eine der entscheidendsten Fragen, wie kann sowas überhaupt passieren? Wie können Sie da zulassen zum Beispiel, dass die manuelle Lymphdrainage, wenn ich da eine Fortbildung mache, letztendlich weniger vergütet wird wie die Krankengymnastik? Ja? Das sind Fragen, die, glaube ich, eine ganze Menge Kollegen haben und immer wieder, die meisten Kollegen in Frankfurt haben die Lymphdrainage-Fortbildung schon längst abgegeben. Ja? Ich mache sie noch, ich weiß aber auch nicht mehr, wie lange, ich kann es nicht, ja? Auf Dauer. Ja? Aber ich glaube, das ist wirklich ein Problem, das dann in diesen Vergütungsverhandlungen entsteht, weil dort sieht man, dass man nicht zu linearen Abschlüssen kommt, sondern zu sehr punktuellen Erhöhungen. Und die Wünsche der Berufsverbände werden dabei natürlich in den Vordergrund gestellt, wo soll das Geld hinfließen. Und wenn ich im Augenblick sehe, 40%, über 40% der Leistungen sind die normale Krankengymnastik, dann wird darin natürlich häufig die Vergütungssteigerung gebündelt oder manuelle Therapie. In solche Positionen geht ein bestimmter Teil der Vergütung. Wir haben oft keine linearen Vergütungsverhandlungen, sondern gesagt, wir wollen das selektiv haben. Und das führt natürlich zu Disparitäten. Die werden nachher beklagt. Mhm. Aber deshalb sage ich, das muss man vor Ort klären, wo soll das Geld für ausgegeben werden? Naja, also können wir mal die Situation nehmen, also mal das Beispiel Lymphdrainage. Was kostet das? Glauben Sie, das ist eine Ausbildung mit allem drum und dran? 9.000 Euro müssen Sie sozusagen investieren in Zeit, in entgangenen Umsatz und Ausgaben. Und dann kriegt man von Ihnen ungefähr 30 Cent pro Minute weniger, als wenn man diese Fortbildung nicht gemacht hatte. Ist das sinnvoll aus Sicht der AOK? Es ist für mich überhaupt die Frage, ist dieses Fortbildungssystem sinnvoll?
Okay. Ne, das ist eine ganz andere Frage. Ist es sinnvoll, dass wir im Augenblick Therapeuten haben, die eine Berufsausbildung haben und dann nur gut 50% der Leistungen, die eigentlich also im GKV-System erbracht werden, abgeben können? Ne, ist das noch überhaupt eine qualifizierte Berufsausbildung oder sind wir da auf dem falschen Weg? Muss das nicht eigentlich alles integriert werden, damit man also auch gerade dahin kommt, den Therapeuten aufzuwerten? Weil wie gesagt, wir wollen ja eine Versorgung haben, die vernünftig ist. Und wenn das sozusagen so disparitätisch aussieht, ne, das finde ich nicht mehr nachvollziehbar. Also absolute Zustimmung. Ich glaube, da erfinden wir jetzt aber auch das Fahrrad nicht neu. Sie hatten ja gerade selber gesagt, dass diese Ausbildungsprüfungsverordnung für die Therapeuten in der Tat sehr, sehr überarbeitungswürdig ist. Und wir hatten auch gerade gesagt, wenn 50% der Sachen, die in der Praxis abgeleistet werden, Zertifikatspositionen, die anschließend, ich sage mal Klammer auf, auch für teures Geld erworben müssen, werden müssen, dann ist das nicht mehr realitätsnah. Ich sage mal, wir schicken ja nach einem wie sagt man schön, einen Malergesellen anschließend auch nochmal los zu einem Speziallehrgang tapezieren. Das sind so Sachen, das ist Grundwerkzeug, das muss eigentlich grundständig in die Ausbildung ran. Aber wir haben ja uns für diese Legislaturperiode auch diese Ausbildungsprüfungsverordnung für die Therapieberufe Vorgenommen. Genau deshalb, weil wir da auch Handlungsbedarf sehen. Okay, nehmen wir mal wieder kurz Fragen. Wir haben Sarah Strahl sagt, von 2.100 Euro brutto. Ups, das hüpft leider immer weg. Mist. Von 2.100 Euro brutto kann ich meinen Bildungskredit über 23.000 Euro nicht abzahlen. Das ist ja, was ich vorhin schon mal versucht habe zu thematisieren. Ist das sinnvoll für die Krankenkassen, so geringe Sätze zu zahlen, dass die Leute nicht mal ihre Ausbildung damit refinanzieren können? Das Aspekt der Ausbildung, das ist natürlich, also ist ein ganz anderer Aspekt, aber der ist wichtig. Nur natürlich soll aus Beitragsgeldern der Krankenversicherung eigentlich keine Ausbildung finanziert werden. Das ist eigentlich nicht der Sinn der Sache, sondern eigentlich ist es eine Steuerfinanzierung, muss man ganz klar sagen. Und demzufolge sind die Länder dafür verantwortlich, eine adäquate Ausbildung auch sicherzustellen. Und in der Gesamtsumme ist es eben dadurch eigentlich nicht zu berücksichtigen. Aber Sie haben völlig recht, das ist falsch, dass hier für die Ausbildung an der Stelle bezahlt werden muss. Sie sagen, die Kassen sollen nicht für die Ausbildung zahlen, aber wenn sie Pflegekräfte nehmen, dann zahlen sie doch über das Krankenhausfinanzierungsgesetz durchaus für diese Ausbildung, im großen Stil sogar. Sicherlich, dass der Gesetzgeber an der einen oder anderen Stelle immer wieder das mit reinspielt, aber sobald es über die Krankenversicherung gezahlt wird, heißt es, wird über die Beitragsgelder der Versicherten genommen. Ausbildungsaspekte sollten eigentlich über Steuern finanziert werden. Aber auch Universitätskliniken werden durchaus von Krankenkassen, Pflegesätzen finanziert. Also das Argument, dass Krankenkassen nicht für die Ausbildung zahlen würden, das kann ich nicht erkennen. Ich habe nicht gesagt, dass sie nicht zahlen würden, sondern ich habe gesagt, wie das im Prinzip vom Gesamtsystem gestaltet ist. Und das ist eigentlich Ausbildung über Steuern und nicht über Krankenversicherung, nicht über Sozialversicherungsbeiträge. Aber wir sind uns einig darüber, dass die Mehrheit der in der Medizin arbeitenden Leute über Krankenkassengelder, also über indirekte Krankenkassengelder, über Krankenkassen. Direkt oder indirekte, wie auch immer an der Stelle. Ah, okay, gut. Also haben wir wieder einen Punkt, den wir nochmal prüfen können. Sie sind da. Auf jeden Fall nicht. Wo wird die ärztliche Ausbildung von der Krankenkasse finanziert? Wenn Sie eben sagen, die Ärzte sind so der Haupttreiber. Ne? Das ist eine ganz klare staatliche Finanzierung. Okay, teilweise. Ne? Oder wenn ich meinen anderen Bereich eben sage, Hörgeräte, Akustik, Augenoptik, Orthopädietechniker, da zahlen wir keine Vergütung für den Auszubildenden, sondern der kriegt natürlich auch ein wesentlich geringeres Gehalt als der Geselle, weil der aber im gewissen Teil natürlich auch im Betrieb mitarbeitet, ist er seinem Chef etwas wert. Ja. Ne? Das ist. Aber auch diese Ausbildungsvergütung wird über die Honorare gezahlt. Richtig, die wird erwirtschaftet vom Betrieb sozusagen. Ja. Erwirtschaftet vom Betrieb, der dann in der Lage ist, dort eine Vergütung zu zahlen, ne, weil auch dort eine bestimmte Leistung übernommen wird. Und das ist, glaube ich, dann auch so ein gewisser Unterschied zu schulischen Ausbildungen, weil dort keine Leistung sofort eingespielt wird in die Systeme. Ist es natürlich schwierig, hier zu sagen, wir kommen zu einer Ausbildungsvergütung. Wie ist das? Gibt es genug Honorar da, um eventuell Leuten Schulgeld zu bezahlen, Ausbildungsvergütung zu machen, so wie das Sanitätsleute offensichtlich können? Nein, okay. Definitiv nein. Gut, diese Fortbildungsgeschichten, wie sieht es denn aus mit Fortbildung? Das war ja ein Thema. Ist es sinnvoll, Fortbildung zu machen, so rein medizinisch? Ja, es gibt Fortbildungen, die sind mit Gewissheit auch sinnvoll, aber das sind bei weitem nicht alle. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin an einer Grenze, wo ich mir Fortbildungen einfach auch nicht mehr leisten kann. Das ist so. Also
Ich muss mir sehr genau überlegen, wie ich mir meine Fortbildungspunkte, zu denen ich verpflichtet bin, wie ich mir die aneigne, ja, und durch was. Also das ist eigentlich nicht möglich. Diese Fortbildungspunkte werden ja von den Kassen, durch die Rahmenverträge der Kassen vorgegeben. Mhm. Ist das eine Erfindung der Kassen oder woran liegt es, dass es dieses Fortbildungsinstrument gibt, was letztendlich die Kassen ja kontrollieren? Ist das sinnvoll? Ich glaube, da muss man mal den ganz großen Bogen spannen. Weil wir haben die Heilmittelversorgung ja mit einer Historie in der GKV, in der Versicherung. Und wir hatten schon mal Situationen, da stand sie sozusagen auf der Kippe, ob sie überhaupt noch Kassenleistung sein soll. Da sollte sie ausgegrenzt werden als Satzungsleistung. Das kann man bezahlen, wenn man da Lust zu hat als Krankenkasse, wenn man genug Geld hat. Aber ansonsten braucht man das nicht unbedingt. Das war die Situation, die wir vor 25 Jahren circa hatten. Und da haben wir Kassen uns auch dafür eingesetzt, dass die Heilmittel in der Versorgung drin bleiben, weil wir denken, es gehört zum Gesamtpaket dazu. Und dabei war dann auch ein Thema zu sagen, ja, wie ist eigentlich die Qualität sichergestellt, weil wir wissen natürlich, dass ein therapeutisches Wissen sich abnutzt, dass neue Erkenntnisse passieren und man muss eben aktuell bleiben. Und dann hat der Gesetzgeber irgendwann in diesem Zusammenhang gesagt, hier muss auch die Fortbildung eben sichergestellt werden von den Therapeuten, die tätig sind im Geschäft, und dafür muss ein System geschaffen werden. Das ist ja relativ weitläufig, sage ich mal, recht locker, wie man jetzt zu diesen Punkten kommt und was, wie bepunktet wird, und auch das Kontrollsystem dahinter ist ja nicht gerade restriktiv, um es mal so auszudrücken. Aber da hat man jedenfalls etwas gemacht, um zu sagen, wir haben ja nicht eine Praxis, die vor 30 Jahren ans Netz gegangen ist, und dann hat er sich das letzte Mal inhaltlich mit seinen Sachen auseinandergesetzt, und ansonsten sind die Spinnenweben nicht nur in der Praxis, sondern auch sozusagen im Kopf. Man wollte das eben auf einem aktuellen Stand halten, und so ist das Ganze entstanden. Ja, und ich hoffe, es führt dazu, dass es insgesamt einigermaßen auf Stand hält, die Therapie. Finden Sie das gut? Also sind Sie glücklich über diese Konstellation, dass Sie als Nicht-Therapeuten überprüfen, ob Therapeuten fachlich in Ordnung sind? Also erstmal ist ja die Frage der Fortbildung. Die Fortbildung ist sicherlich eine sinnvolle Maßnahme, um up-to-date sein in seinem Beruf. Natürlich ist es notwendig, dass im Rahmen der Vergütungssätze solche Fortbildungen auch finanzierbar sind für den einzelnen Therapeuten. Das ist klar. Das muss mit Bestandteil sein. Das muss auch mit Bestandteil in der betriebswirtschaftlichen Kalkulation einer Praxis sein. Das ist klar. Aber ich glaube, die Sinnhaftigkeit einer Fortbildung sollte man jetzt eigentlich nicht so sehr in Frage stellen. Das tun alle im Rahmen ihres lebenslangen Lernens. Also ich halte Fortbildung für immens wichtig, weil, wie gesagt, Medizin ist ein sich ständig fortbewegender Prozess, und die vielen, vielen Therapeutinnen und Therapeuten bilden sich auch permanent fort, wenn man sieht, was die ersten Jahre, wie Stunden, Tage, die nehmen meistens ja dann vielleicht auch Selbstständigkeit oder am Wochenende. Die meisten Therapiefortbildungen finden interessanterweise nur an den Wochenenden statt, weil die nämlich in der Woche gar nicht kommen würden. Und das sieht man, wenn man andere Fortbildungen nimmt. Also da sieht man, dass die eigentlich meistens Mittwoch, Donnerstag, Freitag sind, damit die Leute wieder zu Hause sind. Da können Sie mehrere, auch aus der medizinischen Branche, die Fortbildung nehmen. Die finden meistens in der Woche statt, und die Kolleginnen von der Therapie flitzen dann am Wochenende durch ganz Deutschland. Mhm. Und in der Tat, denke ich mal, ist da eine sehr, sehr hohe Bereitschaft zu lernen vorhanden, auch weil eine positive Neugierde, und man das ja auch immer im Interesse der Patientinnen und Patienten macht. Was mich halt immer dabei wundert, so ein bisschen, ist ja auch bei der ganzen Diskussion, ist ja die Verantwortung der Krankenkassen gegenüber der Politik. Also ich finde es immer erstaunlich, wenn Politik auf die Krankenkassen zukommen muss und sagen, ist da ein Problem? Eigentlich finde ich, hätte es anders rein sein müssen, dass die Krankenkassen auf die Politik zukommen müssen und sagen, wir haben da ein Problem. Darüber müssen wir mal reden. Aber das HVG ist nicht von den Krankenkassen gekommen, sondern von der Politik. Und die jetzige Intention kommt auch von der Politik, weil halt dort ein Missstand. Eigentlich der Versorgungsauftrag, die Sicherstellung der Patienten und Patienten müsste doch ursprünglich den Krankenkassen am Herzen liegen. Und deshalb freue ich mich eigentlich immer, wenn ich dann mit Krankenkassenvertretern, also mit Ihnen auch reden darf, weil ich dann auch ganz klar sagen möchte, eigentlich ist es Ihre Aufgabe, zu uns zu kommen, wir müssen etwas tun, und nicht meine Aufgabe, zu Ihnen zu kommen, etwas zu tun, denn das Signal, was jetzt kommt, ist ja ganz klar das Outcome von 10 Jahren, vielleicht unbewusster, aber auf jeden Fall ganz deutlicher Vernachlässigung der Therapieberufe, und das ist ja das Resultat. Und Ich warte auf den Zeitpunkt, wo das berühmte Kind erst in den Brunnen fallen muss, damit hier allgemein reagiert. Und ich glaube, das können wir uns bei den Therapeuten sparen. In der Pflege erleben wir es momentan. Und
ich glaube, das brauchen wir jetzt bei den Therapeutinnen und Therapeuten, aber auch bei den anderen medizinischen Fachberufen. Das sind ja, die Therapeuten ist ja nur ein Beispiel, was wir heute gerade diskutieren. Morgen diskutieren wir vielleicht die Arzthelferinnen, die also auch massiv betroffen sind von dem Thema. Kein Problem. Also hier gibt es jetzt eine ganze Reihe von ganz intensiven Fortbildungsgeschichten. Andere Berufe haben Fortbildung bezahlt. Wer soll Fortbildung auf dem Niveau bezahlen, sagt Philipp Thies. Ramon Schaumann sagt, Ärzte werden zur Fortbildung eingeladen und zahlen nichts. Wie wäre es mit jedem Monat Geld, damit wir Fortbildung machen? Immerhin geht es um gute Versorgung der Patienten. Die Krankenkassen könnten die Fortbildung ja bezahlen. Also hier wird ein großer Unmut deutlich. Und wir haben das mal durchgerechnet. Die Fortbildungsverpflichtung, die die Krankenkassen in die Rahmenverträge reingeschrieben haben, bedeutet 90 Millionen Euro Ausgabenverpflichtung für Menschen wie dich. Kannst du das leisten? Vielen Dank, nein. So, und was ich immer wieder wahrnehme, und ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich das falsch verstanden habe, ich habe irgendwie das Gefühl, dass Sie sagen, oh, das ist nicht unsere Baustelle, das muss irgendwie über die Vergütung rein verhandelt werden. Das heißt, Sie sagen, eure Verbände verhandeln schlecht, oder was ist die Aussage da? Ich habe es noch nicht ganz, vielleicht habe ich es falsch verstanden. Also wir reden ja nicht über bei den Krankenkassen angestellte Mitarbeiter, sondern wir haben ein Prinzip, dass wir diese Leistung einkaufen müssen. Ja. Und es ist normal, wenn man über etwas einkauft, dass vielleicht unterschiedliche Vorstellungen darüber bestehen, über den Preis von der Nachfrageseite wie von der Angebotsseite. Und das thematisieren Sie gerade. Ja? Jetzt hast du Ton. Mein Handy lockt sich. Ach so, okay, alles klar. Entschuldigung. Ja, ja, also man muss neu verhandeln. Jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, in deinem Brandbrief sagst du, die GKV ist so übermächtig, die Verbände können gar nichts dagegen machen. Es gibt eine Übermacht der Verbände, schreibst du in deinem Brandbrief und sagst, wir können uns gar nicht wehren. Und das habe ich auch von Verbandseite gehört, dass sie sagen, wir haben leider kein Geld, um in Schiedsverfahren zu gehen. Mhm. Das heißt, das, was Sie erzählen, man kann ja ordentlich verhandeln, scheint in der Realität nicht so umsetzbar zu sein. Erlebst du das auch so? Ja, definitiv, ja. Also den Schluss, man kann nur zu dem Schluss kommen, ja, weil wir sitzen jetzt in einer Situation, die so schlecht ist, Therapeuten rennen halt in Scharen weg, wir können nichts mehr zahlen, wir haben keine Rücklagen. Ja, also ich kann das nicht nachvollziehen, ne, und ich sehe das halt auch so. Also da stehe ich auch zu. Ja. Ja, es gibt Studien, die sagen, 66% der akademisierten Therapeuten sind einfach weg. Die wechseln in andere Berufe, in andere Geschichten, weil sie nicht angemessen bezahlt werden können. Und das führt eben dazu, dass Patienten unter Umständen sehr lange warten müssen. Wie sehen Sie die Versorgung der Patienten gesichert vor diesem Hintergrund? Also ich sage ja, dass wir letztes Jahr schon einen Rückgang der einzelnen Behandlungen hatten. Da sagen Sie, das stimmt gar nicht. Okay, darüber können wir nachher mal streiten. Aber wie sehen Sie die Versorgung der Bevölkerung? Die BEK hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in ihrem Heilmittelwirtschaftsbericht 2013, also ein Mitglied Ihres Verbandes, ja mal sehr schön herausgearbeitet, wie groß eigentlich die Versorgungsquote in den einzelnen Fachbereichen ist. Und da kam dann raus, dass 92% der Patienten, die podologisch versorgt werden müssen, nicht versorgt werden mit Heilmitteltherapie, sondern dass lieber große Zehen und Füße amputiert werden, statt sie ordentlich zu versorgen. Ist das in Ihrem Interesse? Das ist eine Frage, die natürlich nicht in unserem Interesse ist. Das ist völlig klar. Was soll ich an der Stelle anderes sagen? Ich glaube, es wäre auch sehr komisch, wenn irgendeiner aus der Runde das an der Stelle bringen würde. Die Frage ist doch an der Stelle, wie wir die Leistung in der Gesamtsumme sicherstellen und nicht, ob so etwas bei der Stelle passiert. Okay, gut, aber wenn wir jetzt feststellen, dass Leute weglaufen und wir gleichzeitig wissen, dass wir schon eine Unterversorgung in bestimmten Bereichen haben, dann müsste es doch eigentlich im Ihr Interesse sein, die jetzt zu sagen, okay, wie müssen wir erhöhen, damit wir wieder Leute in den Beruf kriegen. Gut, aber nicht? Deswegen ist natürlich an der Zeit eine bisschen schwierige Frage an der Stelle, weil wir massiv erhöhen derzeit. Das tun wir gerade. Ja. Und dann müssen wir sehen, es gibt eine Transparenzregelung auch, die dann greift, wo man sagt, okay, wir müssen betrachten, was dann bei dem einzelnen Therapeuten rauskommt an der Stelle. Und das werden wir dann sehen. Das werden wir im nächsten Jahr erkennen, ob diese Steigerungsrate relevant ist. Das hat der Gesetzgeber reingeschrieben ins Gesetz. War auch sehr sinnvoll, dass er das getan hat. Transparenzregelung? Ja, das ist ja diese Weitergabe 1:1. Daran ist ja unter anderem auch in Sachsen-Anhalt gab es da ja Probleme, weil das nicht genau geklärt wird. Da hat man dann lieber gar nichts gemacht.
Ich halte es für wichtig, und dass, wenn wir dann schon über Transparenz reden, dass auch wirklich bis runter in das kleinste unternehmerische Risiko mal reinrechnen. Also sprich, Sie haben den Unternehmer, der hat Nebenkosten. Wir müssen ja auch überlegen, dass die zum Beispiel in einer ganz normalen Therapiepraxis ja auch verschiedenste Verbrauchsmittel anfallen, die, wenn man die noch reinrechnet. Und Sie sagten vorhin, dass die Preise nicht um 30% in den letzten Jahren, also allein wenn ich nur simpel heute an die Tankstelle fahre und ich fahre mit demselben Auto vor 10 Jahren an die Tankstelle, dann haben Sie teilweise sogar mehr. Und jetzt nach der letzten Energiereform wissen wir, dass Strom durchschnittlich jetzt 50% mehr kostet. Und dass, wenn Sie dann in diese Praxis reingehen, natürlich unter anderem, dass das eine Rolle spielt. Also die 30% sind durchaus gerechtfertigt längst. Und dann sollte man aber auch, das erwarte ich auch von den Krankenkassen in Zusammenarbeit mit den Verbänden, mit denen sie verhandeln, dass da mal offen darüber geredet wird, was darf denn so ein Unternehmer zum Beispiel an Gewinn in dem Bereich der Heilmittel, was kostet so eine Praxis durchschnittlich? Und was, und das ist ja immer die Frage, was ist ein auskömmliches Einkommen? Wenn man diese vermeiden will, dass sich 300.000 Therapeuten selbstständig machen, damit sie wenigstens 5 Euro mehr verdienen, sondern dass sie sagen können, ich bin gerne Angestellter, ich verdiene damit mein Leben und gehe nicht in die Selbstständigkeit und dann heimlich 14 Stunden zu arbeiten und gefühlt mehr Geld zu bekommen, wo es zum Schluss eigentlich weniger ist. Dazu können wir auch mal Beispielzahlen nehmen. Also wir haben ja mal die Entwicklung der Honorarraten uns angeguckt. Und Krankenhäuser sind also deutlich stärker angestiegen als Therapeuten. Und wenn ich mir dann angucke, wir haben 30% private Klinikbetreiber. Erstens schieben die Länder noch mal 3 Milliarden zusätzlich rein. Das ist bei dem Krankenhausetat jetzt nicht so die große Menge. Aber die Helios, Sana, Rhön und Asklepios haben immerhin 884 Millionen Euro Gewinn gemacht 2016, finanziert aus GKV-Beiträgen. Das ist doch für einen Therapeuten wahrscheinlich... Ja, das ist da fällt einem eigentlich alles, fällt einem eigentlich nichts mehr zu ein. Ja. Das ist eine unglaubliche Zahl. Ja. Wir haben gar keine Rücklagen. Das ist der Unterschied. Und die Therapeuten, die in den Kliniken sind, die verdienen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, deutlich mehr, oder? Na, wir gehen davon aus, dass in den Krankenhäusern, dazu gehören ja auch die eben genannten Kliniken plus natürlich auch kirchliche Einrichtungen, die kriegen rund 100% mehr. Die Zahlen schwanken zwischen 60, 80, 100%. Aber durchschnittlich können wir davon ausgehen, dass die roundabout 80% mehr kriegen. Wie gesagt, in manchen Kliniken kriegen die schlichtweg nach 8 Jahren das Doppelte von dem, was ein Therapeut, der sich in der Anstellung befindet, draußen. Wenn wir dann noch dazu mal nehmen, was der Selbstständige spricht, der als Unternehmer dahinter steht, und der Logoverband hat das ja sehr deutlich dargestellt, dann ist das ja noch deutlich weniger als das, was der angestellte Therapeut in der freien Niederlassung bekommt. Muss ich mal, die Fragen hüpfen leider unheimlich stark weg. Wie ist es, genau, wir haben hier eine Frage von Philipp Thies. Wie ist es möglich, von den ärztlichen Kollegen eine Kürzung der Heilmittelverordnung um 3,5% zu verlangen und gleichzeitig zu behaupten, ja, die Versorgung kann sichergestellt werden? Ich glaube, es geht hier um das Thema Niedersachsen und die Heilmittelzielvereinbarung. Ja, ne? Das ist ja unter anderem Niedersachsen, das ist also wirklich interessant. Ich habe das heute auch in der Arbeitsgruppe Gesundheit mal vorgestellt, weil das natürlich völlig die ganze Intention konterkariert. Es gibt in Niedersachsen eine Heilmittelzielvereinbarung, die sagt, dass die Kollegen aus der Ärzteschaft vom Regress befreit werden, wenn sie pauschal 3,5% weniger als das Vorjahr verordnen. 3,85. Oder 3,85%. Das ist in meinen Augen eigentlich also wirklich interessant. Da wird, also ich sage das mal so auf Deutsch, da wird die Wurst völlig ans falsche Ende gehängt, weil das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Natürlich wollen wir wirtschaftlich mit Heilmitteln umgehen. Und auch, ich glaube, die Therapeuten haben da einen sehr, sehr interessanten Ansatz und sagen auch, wir, auch die wollen, glaube ich, wirtschaftlich damit umgehen. Aber pauschal zu sagen, Regressfreiheit für eine Minderung von 3,85%, also da muss man fragen, ob das überhaupt legal ist. Die Frage stellt sich, und man, nur damit Sie ein Gefühl dafür kriegen, was es für Ihre Patienten bedeutet in der Versorgung, wenn wir 3,85% weniger Kosten haben, die Zielvereinbarung ist auf Umsatz getriggert, dann würde das bedeuten, dass wir 20-25% Mengenreduzierung haben in Niedersachsen. Das wäre nochmal ordentlich ein Klacks obendrauf. Thüringen hat die auch. Und, ja, Schleswig-Holstein hat auch sowas. Ja, es gibt eine ganze Reihe von Ländern, die inzwischen solche Sachen gemacht haben. Und da werden dann lustige Regeln gemacht. Vielleicht können Sie einfach kurz erklären, wie sowas kommt. Da wird dann zum Beispiel gesagt, Verordnung außerhalb des Regelfalls sollten nur noch in Ausnahmefällen verordnet werden. Da wird also sozusagen die Heilmittelrichtlinie nochmal neu interpretiert und separat in einen Vertrag gegossen. Warum macht eine Krankenkasse sowas? Also ich muss sagen, diese Vereinbarung ist mir nicht bekannt. Ach so, okay.
Ich kann nur sagen, das ist ja auch so ein Stichwort, besonderer Versorgungsbedarfe, Regress. Eigentlich ist hier ja vom Gesetzgeber auch mit den letzten Gesetzgebungen etwas dafür getan worden, dass gerade Chroniker nicht mehr unter Verordnungsdruck stehen, sozusagen. Dass der Arzt hier keinen Druck mehr hat, Verordnungen auszustellen, weil klar ist, die sind aus allen Regressängsten raus. Man hat ja auch sowieso neue Einführungen gemacht, dass erst beraten wird vor Regress, dass diese Schwellen, was dann den Arzt überhaupt bedroht, also weit heraufgesetzt werden. Tatsächliche Regresse gibt es ja in dem Sinne eigentlich kaum noch. Von daher ist das, was man hier vereinbart, für mich so nicht nachvollziehbar angesichts der Freiheit, die man mittlerweile für diese Berufs-, für diese Patientengruppen geschaffen hat. Können Sie das den Ärzten auch erzählen? Weil ganz ehrlich, also wir haben so viele Ärzte allein in meinem Umfeld und auch das ist in den Briefen, das ist auch einer der Quintessenzen aus diesen Briefen. Die Ärzte verschreiben nichts mehr. Es geht nur noch, also die Budgetausrede haben wir überall flächendeckend. Ja. Ich kann es auch nicht mehr ertragen, ich kann es persönlich nicht mehr hören. Und das bei Patienten, die zum Teil schwerstkrank sind, mit schweren Erkrankungen. Und bitte erzählen Sie das mal der Ärzteschaft. Ja, das ist ganz ehrlich, ich glaube, das kann jeder Therapeut bestätigen in Deutschland. Wir können das alle nicht mehr hören. Ja, das ist ein ganz, ganz böses Thema. Ja. Also das schreibt hier Bastian Priegelmeier. Jetzt ist er wieder weggehüpft. Mist. Bastian Priegelmeier schreibt, wo ist er denn? Ich versuche es mal so zu wiederholen. Er sagt, die Vereinbarungen, die vor Ort getroffen werden, zwischen Kassen und Ärzten zur Wirtschaftlichkeitsvereinbarung, die fressen sozusagen die Erhöhung wieder auf. Das heißt, das ist wie eine Reaktion. Wir hatten regressfrei jetzt 2-3 Jahre, weil die Politik den Rahmen dafür geschaffen hat. Und jetzt geht das Heilmittel- und Hilfsmittelversorgungsgesetz hoch. Da will ich mal ganz kurz ja? Nehmen, weil die Heilmittelzielvereinbarung, wo mit der Regressbefreiung, also der Durchschnittswertbewertung, gab es ja auch schon 2016, 2017 und 2018. Es wurde sich immer wieder auf den Vorwert des Jahres bezogen. Jetzt kann man das wirklich mal hochrechnen. Aber das Gespenst wird ja nicht von den Therapeuten umgetrieben, sondern da gibt es ja Zielvereinbarungen, wo das direkt drin steht. Also das hält sich dann scheinbar sehr hartnäckig bei allen, aber scheinbar auch bei den KV'n, denn die proklamieren es ja auch zusammen mit den Krankenkassen. Also irgendwie scheint da ein Informationsdelta dann zu sein. Also, Gespenster gibt es ja viele. Wir hören sogar von Ärzten, die sagen, es gibt für Hilfsmittelbudgets, obwohl es sie nie gegeben hat. Also von daher gegen Unkenntnis, da kann man, also das ist ein schwieriges Feld. Aber ich verstehe diese Diskussion auch nicht ganz, weil das bedeutet ja zum einen, dass Sie sagen, die Ärzte verordnen nicht, zum anderen sagen Sie, wir haben überhaupt keine Kapazitäten, die Patienten aufzunehmen. Also eigentlich ist das doch nicht die Frage für Sie, dass da noch mehr Patienten kommen, sondern Sie sagen ja, Sie sind ja so schon. Ja, aber wissen Sie, wie unbefriedigend das ist, wenn ich möchte gerne wieder Patienten haben, die ich durchbehandle und nicht Quartalsspringer, die in meiner Praxis von Quartal zu Quartal hüpfen und ich immer wieder von vorne anfangen muss. Verstehen Sie? Es geht hier auch um irgendwo ein bisschen Berufsethik und das muss man ganz klar sagen. Ich mache lieber ab einem gewissen Zeitpunkt meine Praxis dicht und sage so, hier, ich habe keine Kapazitäten mehr und die Patienten, die ich habe, die behandle ich nach bestem Wissen und Gewissen durch, dass die beschwerdefrei nach Hause gehen. Die gehen nach Hause, haben einen roten Faden und alles ist gut. Ja? Das haben wir aber nicht. Ja? Sondern ich habe immer wieder Patienten und das ist ein unwahrscheinlicher Frust auch für Therapeuten und Patienten, immer wieder von vorne anfangen zu müssen. Ja? Jeden Monat oder jedes Quartal sich wieder anhören zu müssen, ich bin jetzt meinem Rezept wieder hinterhergelaufen, jetzt habe ich endlich eins gekriegt. Am Quartalsende wird es dann ganz spannend, immer weil da stürmen die Patienten unsere Praxen und sagen, mir geht es echt schlecht und ich kriege mal wieder kein Rezept, aber ich gehe dann nochmal im nächsten Quartal hin. Das sind alles, das ist Alltag. Mhm. Ja, das ist komplett aus dem Ruder gelaufen, ja, in allen Richtungen. Also es geht nicht darum, natürlich, ich bin voll, ja, ich bin restlos voll, auch über Wochen ausgebucht. Aber die Arbeit ist auch überhaupt nicht mehr befriedigend. Das ist auch nicht kann nicht in Ihrem Sinne sein, ja, dass sowas passiert. Und wir fangen das alles ab. Das ist zusätzlicher Frust, das ist zusätzlicher Ärger, ja, den wir nicht mehr haben wollen. Und das kann ich Ihnen auch zeigen. Diese Regressangst, die wird jetzt hier gerade ganz oft thematisiert. Und dass man die KV an die Leine legen soll, schreibt Christiane Pautz. Und
die KV muss an die Leine gelegt werden, genau. Die Ärzte sollten in Niedersachsen statt KGZNS lieber KG verschreiben. Das habe ich gerade neulich live erlebt. Da hat die KV Schleswig-Holstein bekannt gegeben, dass man KGZNS nur noch dann verordnen dürfe als Arzt, wenn sichergestellt ist, dass es einen Angehörigen gibt, der die Hausübungen macht. Sonst darf man als Arzt kein KGZNS verschreiben. Sie lachen wenigstens, das beruhigt mich. Wie finden Sie sowas? Kreativ. Ich kenne die Regel nicht, die Information nicht. Aber okay, ja. Also ich finde, das ist unterlassene Hilfeleistung, dass eine KV sowas macht, und zwar zusammen mit ihren Kassen, ist doch ärgerlich, oder? Das ist mehr als ärgerlich, ja. Das ist ein absolutes No-Go. Kannst du das irgendwie auffangen in der Praxis? Nein. Dann ist man eben... Was macht man dann, wenn der Patient jetzt nur mit KG kommt und der braucht eigentlich KGZNS? Also eigentlich bin ich verpflichtet, mich an das zu halten, was auf dem Rezept draufsteht. Das ist schon mal Punkt 1. Ja. Das heißt, ich muss mir dann eigentlich schon überlegen, was ich mache. Ja. Lass uns mal so tun, als wenn wir unter uns wären. Ja. Was machst du wirklich? Das kann ich nicht das wird jetzt sagen, juristisch auch nicht gegen dich verwendet oder so. Jeder Therapeut arbeitet so gut er kann. Das ist die Erfahrung. Natürlich. Letztendlich ist es auch so. Das wird auch kalkuliert. Das heißt, die Krankenkasse kann damit kalkulieren, dass, obwohl er nur ein KG-Rezept gab, er trotzdem KGZNS macht. Ich würde mal sagen, das geht auch in die andere Richtung. Ne? Dass jeder arbeitet so gut er kann, das haben wir auch beim Berufsanfänger. Also wir haben einfach eine riesen Diskrepanz zwischen demjenigen, der 30 Jahre in dem Job ist, der wahnsinnige Kenntnisse hat und der dadurch sehr effizient und sehr gut arbeiten kann, natürlich aber seine ganzen Kenntnisse auch einsetzt, und natürlich denjenigen, der gerade frisch anfängt. Also von daher, und ich unterstelle einfach jedem Therapeuten, dass er so gut wie möglich helfen will, und deshalb vergisst er nicht irgendwie sozusagen Teil seiner Fortbildung, dann, wenn auf einmal auf dem Rezept was anderes steht. Ja. Das ist ein Problem. Wir haben das mal zusammengesammelt, das Verordnungsverhalten der Ärzte. Manuelle Therapie wird im Saarland macht 1,4% aller physiotherapeutischen Leistungen aus, in Brandenburg 22,4. Dafür gibt es sicherlich keine medizinische Erklärung, sondern entweder eine tiefe Unkenntnis der Ärzte über Verordnung und Therapie oder ein massives finanzielles Interesse. Das geht auch KGZNS, Mecklenburg-Vorpommern 4,2, in Nordrhein 12,6, das ist dreimal so viel. Bei Krankheiten, die nicht irgendwie eine Lappalie sind, sondern das sind Schlaganfälle, das sind Patienten, die es dringend notwendig haben. Und das merkt man auch hier an den Kommentaren, dass dafür überhaupt kein Verständnis dafür da ist, dass sowas passiert. Was machen die Kassen, um diese Ungleichgewichte hinzukriegen? Außer zu sagen, wir orientieren uns an den Niedrigsten, der verordnet. Nee, das wäre praktisch der erste Ansatz, wo man sagt, da könnte man die Kompetenzen der Therapeuten an der Stelle auch erweitern. Wo man sagt, der Arzt verordnet beispielsweise nur ein Volumen, beispielsweise nur, ob die Leistung erbracht werden soll, und der Therapeut entscheidet dann, was dann innerhalb dieses Volumens gemacht werden soll. Das wäre praktisch ein erster Schritt, den wir auch im Rahmen von Modellvorhaben ja jetzt testen sollen, wobei das noch im Prinzip ein kleinerer Schritt wäre, weil es da noch nicht um Direktzugang oder ein Blanko-Rezept geht, sondern erstmal einfach um den Aspekt, der wahrscheinlich heute schon gang und gäbe ist, und den mal zu legitimieren. Hört sich das gut an? Direktzugang, Blankoverordnung? Hilft das? Ja, aber bitte schnell. Okay. nicht mehr zu lange warten. Weil wir im Prinzip, wenn man es mal genauer betrachtet, in vielerlei Hinsicht tun wir das schon längst. Wenn ein Patient zu uns kommt mit einem LWS-Syndrom, wer macht sich die Mühe zu untersuchen? Ne? Der Arzt guckt sich den Patienten zwei Minuten an, sagt, er hat ein LWS und hat Rückenschmerzen. Das können Sie sich selber diagnostizieren. Sie haben schon mal Rückenschmerzen gehabt, also habe ich ein LWS in der Lendenwirbelsäule, also habe ich ein LWS-Syndrom. Ja? Und wir müssen dann gucken, was hat er denn wirklich? Ja? Ist es eine Facettenproblematik? Ist es eine Bandscheibenproblematik? Ja? Also eigentlich haben wir in vielerlei Hinsicht schon mehr oder weniger eine Form von Direktzugang. Ja? Wir machen uns aber die Mühe und wir kriegen es nicht bezahlt. Ja. Ich dokumentiere mittlerweile auf zum Teil 5 bis 10 Seiten. Ja. Kriege ich das bezahlt? Nein. Ja. Und muss einen riesen Aufwand betreiben. Das Schlimme ist, früher war es so, oder wenn man es genauer betrachtet, ein Therapiebericht ist eigentlich ein Vierzeiler, ja. Nicht mehr. Von uns wird aber mittlerweile erwartet, auch von der Ärzteschaft, dass wir da 10 Seiten Bericht hinschicken. Ja, und das auch auf unsere Kosten. Also das wird von uns eigentlich mehr oder weniger verlangt. Wenn ich das Formular ausfülle von 4 Zeilen, das liest der sowieso nicht. Ja, und der Patient ist der Leidtragende. Ja. Also eigentlich machen wir das alles schon längst. Wir machen das in Teilen schon. Ja. Und ich traue das auch meinen Kollegen zu. Ja, und ich traue uns das allen zu, ja, dass wir das können. Ja. Vielleicht nicht von heute auf morgen und vielleicht auch
ein paar Kollegen mit Unterstützung und Hilfe. Aber dass das funktioniert, ich glaube, wir sind jetzt, Deutschland und Ungarn sind, glaube ich, die letzten beiden Länder, die keinen Direktzugang haben. Das ist schon ein bisschen peinlich. Ja. Also Österreich hat uns gerade auch eingeholt. Ja. Das geht so nicht. Ja. Okay, wann kommt der Direktzugang? Da bin ich ein bisschen anderer Meinung als der Herr Schneider. Ich würde ihn nicht unmittelbar sofort für alle aussprechen. Also das, ich kenne, das ist ganz normal. Wie in jeder Berufsbranche gibt es auch die berühmten schwarzen Schafe. Und ich möchte nicht der Erste sein, der dort fehldiagnostiziert aufgrund eines falsch verstandenen Egos dann ein Problem hat. Und ich glaube, die Blöße sollten sich auch die Therapieberufe nicht geben, sondern es ist ein durchaus nachvollziehbar, auch ein naheliegender Schritt. Aber wir sollten das an Qualitätskriterien auch knüpfen. In der Tat ist aufgrund der Versorgungssituation, Wartezeiten beim Arzt, die berühmte Behandlungszeit, die ein Arzt aufgrund der Situation sich für die Patienten nehmen kann, unbefriedigend für viele Menschen, sodass wirklich eine erstaunliche Anzahl von Menschen bereits den First Contact, den Direktzugang zum Therapeuten einfach sucht und selbst sagt, bevor ich jetzt 6 Wochen warte und dann danach wieder rausgehe und vielleicht nicht so zufrieden bin, ob das einfach mal so zu formulieren, aber ich kenne wirklich viele Ärzte, da muss ich auch ganz klar eine Lanze brechen, die sich die Zeit nehmen, aber auch selber sagen, wir werden hier unter Druck gesetzt, weil draußen ist nun mal das Zimmer voll. Und ich habe auch viele Therapeuten kenne, die dann Patienten direkt begrüßen und sagen, Mensch, komm, ich mache das und machen wir uns mal nichts vor. Ich glaube, das gang und gäbe. Und ich glaube, viele von Ihnen, wenn Sie in Ihrem Freundeskreis rumfragen, sagen viele, naja, ich gehe da mal zu dem Therapeuten, weil der ist gut und ich vertraue dem. Und Grundvoraussetzung ist einfach, glaube ich, auch, dass wir daran arbeiten und das wollen wir diese Legislaturperiode auch angehen. Okay, jetzt kam hier, ich mache mal wieder kurz ein paar Kommentare dazu. Hier kam, also hier steht immer wieder Super Heiko und Heiko, du bist klasse, aber das ist jetzt irgendwo mal so eine Randanmerkung. Das ist ein Gruppis. Ein kleiner Applaus. Ich weiß nicht, ob man hören kann, das war eben Applaus hier. Hier kam jetzt ein paar Mal die Anmerkung an Herrn Fehrmann. Sie sagten ja eben, ja, es gibt unterschiedliche Leute. Und da wurde gesagt, naja, aber hey, KGZNS-Zertifikatsleute sind schon echt besser ausgebildet. Und das kann kein Argument sein, nur mal so als Thema. Das heißt, wenn ich Sie beiden richtig verstehe, sagen Sie, okay, die Vergütungssysteme müsste man vielleicht noch mal daraufhin überarbeiten, ob diese Zertifikatsgeschichte sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist. Habe ich das richtig verstanden? Nicht nur die Vergütung, sondern die ganze Preislistenstruktur. Wir sehen doch hier im Augenblick ein sehr kleinteiliges Verfahren. Das bemängeln Sie ja auch im Endeffekt. Sie haben eine 6er-Serie, Sie haben eine 10er-Serie. Das ist sehr kleinteilig da vorgegeben, was dann zu tun ist. Und dann ist schon wieder das Rezept vorbei. Und wir müssen sozusagen sehen, wie es weitergeht. Das haben wir in anderen Heilmittelberufen schon ein bisschen lockerer, sage ich mal, mit 10er oder 20er Serien in Ergo und Logopädie mit einer viel breiteren Beschreibung. Und ich kann mir vorstellen, dass man über sowas auch in der Physiotherapie einfach nachdenken muss, dass man von dieser Kleinteiligkeit wegkommt, dass man irgendwo sehen muss, ne, kann man da nicht mehr zusammenfassen, wie eben in diesen Modellversuchen dann eben auch versucht wird, zu sagen, der Therapeut wird schon in dem Augenblick das Richtige machen dafür. Und da muss man irgendwo das nach Indikationen oder wie auch immer, da muss man halt ein bisschen Hirnschmalz reinstecken, wie man das Ganze dann clustert in die richtigen Sachen, aber dass wir hier dem Therapeuten auch mehr Möglichkeiten geben, in dieser Sache zu arbeiten. Also das kann ich mir gut vorstellen, in so eine Richtung zu gehen. Aber die Kleinteiligkeit resultiert ja aus dem Heilmittelkatalog und den schreiben Sie ja mit, im Gegensatz zu Therapeuten. Mhm. Oder bist du im GBA? Nein. Ja, okay. Es ist ja auffallend, ne, dass Leute, die im GBA sitzen und mit vertreten sind, andere Zuwächse haben als Leute, die nicht im GBA vertreten sind. Haben Sie das schon mal untersucht? Ich glaube, das hat aber etwas andere Fragestellung, weil wenn Sie jetzt zum Beispiel das Thema Arzneimittelversorgung angehen, die haben wir im GBA auch überhaupt nicht. Aber der GBA ist ja im Augenblick auch, ich sag mal, im Fokus, wie er aufzustellen ist. Das wird ja politisch diskutiert. Das BMG hat ja gerade 3 verschiedene Rechtsgutachten dazu veröffentlicht. Also da gibt es eine Diskussion dazu. Und da wird man dann auch das weitere Vorgehen in dem Sinne prüfen, denke ich mal. Wünschen Sie sich das? Von Kassenseite, dass da Therapeuten sitzen, die Ihnen sozusagen mit Expertise zur Verfügung stehen, damit es nicht zu kleinteilig wird? Das ist eine schwierige Frage an der Stelle. Der GBA ist ein sehr komplexes Modell. Ob es nun jetzt wirklich viel besser wäre, wenn man noch so viele weitere Berufsgruppen in den GBA mit reinnimmt,
bezweifle ich an der Stelle. Aber wie gesagt, Herr Fehrmann hat es gerade gesagt, das ist derzeit in der breiten Diskussion. Ich glaube auch wirklich nicht, dass die Rolle der Heilmittelleistungserbringer im GBA jetzt irgendeine Auswirkung auf deren Vergütungssteigerung in der Vergangenheit, das ist kein Kriterium, was dort im direkten Zusammenhang steht. Also da gibt es sicherlich andere Kriterien, die wichtiger sind als diese Funktion in Bezug auf die Vergütung. Okay, wir hatten das Thema Bürokratie. Da war das Thema, viele Berichte schreiben. Was gibt es noch für bürokratische Sachen, die uns in der Praxis anfallen? Ja, Kontrolle von Rezepten. Das okay. ist das übelste aller Themen. Ja. Also, woher kommt das? Warum muss man die Rezepte kontrollieren? Es ist tatsächlich so, dass also die meisten Rezepte, und das habe ich auch mal, es gibt Phasen, es ist ein bisschen besser, aber wir haben einfach ganz häufig falsch ausgestellte Rezepte. Da sind die Indikationsschlüssel falsch, da ist das Datum falsch und wir sind eigentlich alle restlos genervt und unsere Patienten auch, die ständig kontrollieren zu müssen und auch dann vom Arzt wieder korrigieren zu lassen. Und da haben wir auch so einen Trend, das ist gerade in den letzten Monaten, dass viele Ärzte mittlerweile die Korrektur, egal ob das nun richtig oder falsch ist oder wie auch immer, sie korrigieren es einfach nicht mehr. Ja, und das haben wir immer häufiger, das berichten immer mehr Kollegen, die sagen ganz klar, ja, ich schicke zurück und der Arzt verweigert einfach, nein, das stimmt schon so und fertig. Ja, und damit hat der Patient kein Rezept mehr. Ja, das erlebe ich auch sehr häufig mittlerweile. Die KV Berlin hat das hier mal propagiert. Die hat einen Brief an alle Ärzte geschrieben, man darf Heilmittelverordnung nicht mehr ändern. Was ja inhaltlich natürlich völliger Unfug ist und das auch falsch ist. Ne? Was machen Sie als Kasse, wenn sowas passiert? Also wir haben eigentlich gehofft, dass dieses Problem sich minimiert. Weil da haben wir ja auch neue Rahmenbedingungen, die dafür sorgen, dass wir eine Software haben mittlerweile beim Arzt, die sich selbst kontrollieren soll und die dafür sorgen soll, dass ein Rezept nur noch so ausgestellt ist, dass es in sich logisch richtig ist. Dass ein Therapeut vielleicht eine andere Meinung hat, dass der Patient jetzt statt KG normal manuelle Therapie bekommen sollte. Das ist, glaube ich, mit so einer Software nicht zu lösen. Aber dass die Software an sich keine logischen Fehler mehr produziert, was ja vorher auch das Problem war, dass es also schon von daher überhaupt nicht abgearbeitet werden kann, das sollte eigentlich der Vergangenheit angehören. No. Und wenn es nicht passt, dann müssen wir eigentlich sozusagen in diesen Prozess wieder reinspielen und dafür sorgen, dass dann diese Qualität der Verordnung verbessert wird. Weil das war eigentlich das politische Ziel. Weil wir haben auch kein Interesse daran, an diesem Ping-Pong-Spiel sozusagen dann an der Kontrolle eines Rezeptes, an der Absetzung, dann der Wiedereinreichung, dann der Bezahlung im zweiten Weg. Das ist nur Bürokratie. Also wir wollen eine Verordnung zu Anfang, die sauber ist und die dann sauber abgearbeitet werden kann und die möglichst ohne Aufwand bei allen Beteiligten durchläuft. Also ich habe immer noch Rezepte mit EX1 Fragezeichen, ganz häufig, ja, zum Beispiel. Ja, oder WS2 Fragezeichen. Ja, also Software, regelmäßig. Ja. Ja. Also wenn jemand nicht weiß, wie man Heilmittel verordnet und eine Indikation zur Heilmitteltherapie nicht stellen kann, dann hilft auch die beste Software mit. Wir können ja den Vorschlag machen, dass alle falsch ausgestellten Rezepte, vor sie zum Arzt zurückgebracht werden, einfach mal die Krankenkasse geschickt werden, wo der Kunde hingehört. Dann würden Sie mal vielleicht so eine Mengenerfassung wahrnehmen können. Aber tatsächlich haben wir, das war genau die Intention, weil die Bürokratiekosten in so einer Praxis, wenn wir uns die absoluten Preise angucken, werden auch in keinster Weise dargestellt. Inzwischen beschäftigen ja viele Therapeutinnen und Therapeuten vorne Anmeldungskräfte, die da nur beschäftigt sind, dann mit dem Fahrrad, weil Auto rechnet sich nicht, dann zum Arzt zu fahren und das Ganze zu kontrollieren und dann eventuell zu korrigieren. Da haben wir bereits jetzt auch mal in der Politik nochmal nachgehakt. Wir haben auch nachfragen lassen, wie ist der Umsetzungsgrad, wie viel Software. Und ich muss dort, das habe ich auch dann in der Arbeitsgruppe angesprochen, dass die Kontrolle, die Umsetzung des Gesetzes dort sehr schleppend ist und wir natürlich dann auch als Politik reagieren müssen. Das heißt, wenn hier die Kollegen das nicht machen, dass dann auch entsprechend auch sanktioniert wird. Also wir können ja nicht verabschieden ein Gesetz und dann gucken wir mal, nach anderthalb Jahren stellen wir fest, dass 50% der Software überhaupt nicht umgestellt ist und manche Ärzte das auch gar nicht wissen. Und jetzt haben wir, glaube ich, ein Problem, weil der Livestream... Ist seit 3 Minuten eigentlich abgelaufen, soweit ich weiß. Ist das richtig? Wir haben eine Stunde... Ja, wird er dann automatisch abgeschaltet? Nee, dürfte eigentlich nicht sein. Läuft er weiter? Wir sind on. Irgendwie habe ich jetzt... Ich habe jetzt wieder hier. Sind wir noch online? Nein. Können wir weitermachen? Wir bleiben mal kurz am Ball, damit wir das noch zu Ende kriegen hier. Läuft es jetzt wieder? Ja, positiv. Gut, alles klar.
Okay, also das war das Thema. Ja, die Software löst das Problem nicht. Also das muss man ganz klar sagen. Und das hat natürlich damit zu tun, dass die meisten Ärzte auch nie gelernt haben, die saubere Indikation zur Heilmitteltherapie zu erstellen. Das ist schon ganz spannend. Und hier waren ganz viele Leute, die jetzt auch geschrieben haben, dass sie haufenweise Absetzungen bekommen, Bürokratie auf unsere Kosten, Fehler gibt es noch wie vorher. Ich habe 70% falsche Rezepte, Software, also das ist keine Lösung letztendlich, weil die Ärzte und die Therapeuten und die Krankenkassen so eine unheilige Allianz machen. Und hat man als Therapeut eine Chance, wenn man zwischen Krankenkassen und Ärzten zerrieben wird? Nö, nicht im geringsten. Ne. Genau. Und jetzt mein praktisches Beispiel, ich habe gestern mit einem Kollegen telefoniert, der hat 15.000 Euro von der AOK, wollen wir sie ruhig benennen, Nordrhein, wenn ich mich recht erinnere, nicht bekommen, weil es Verordnungsfehler gab, die er aber korrigiert hatte. Aber wo man gesagt hat, oh ne, wir zahlen das mal nicht. Und dann musste er anrufen und mit Rechtsanwalt drohen, bevor sie sich dann in Gang gesetzt haben. Und an der Stelle die Frage an Sie als Kassen. Finden Sie, dass diese 40 Euro Bearbeitungspauschale, die vom BGB für zu spätes Zahlen fällig wird, ist das etwas, was Sie gegen sich gelten lassen? Also kommen wir nochmal zu dem Punkt, der ist. Wir haben extra mit dem VDK praktisch eine Checkliste vereinbart im Rahmenvereinbarung, um möglichst viele dieser Fälle rauszunehmen. Herr Fährmann hat es im Prinzip entscheidend gesagt, wir haben keinerlei Interesse daran. Ja, das ist bürokratischer Aufwand für uns, genauso wie es für den Therapeuten sind. Deswegen, wir haben durchaus ein Interesse, diese Fälle so weit wie möglich zu reduzieren. Also alle sollen immer Kopien zu Ihnen schicken. Das habe ich nicht gesagt. Okay, was macht man als Therapeut? Wenn man eine Aktion. Wenn man eine Aktion, genau. Alle fehlerhaften Rezepte einscannen. Ja, genau. Das ist ein Datenschutzproblem, dann vermute ich irgendwann. Okay. Gut, vielleicht zum Schluss, weil ich nicht genau weiß, ob wir noch, laufen wir noch? Okay. Was wünscht man sich als Therapeut von einem hier sitzenden Politiker, der in seiner Partei für die Heilmittel zuständig ist? Was wünscht man sich vom AOK-Bundesverband? Was wünscht man sich vom VDEC? Drei verschiedene Wünsche. Also eine möglichst schnelle finanzielle Abhilfe. Das muss ich ganz klar sagen, weil sonst, glaube ich, brauchen wir hier gar nicht mehr. Also werden wir nicht mehr sitzen. Wir werden keine Chance haben mehr, weil dann sind die meisten Therapeuten weg. Also die 30% über die nächsten 3 Jahre rettet uns also über 3 Jahre hin nicht. Da sind wir weg, also der überwiegende Teil. Ganz klar Arbeit an Bürokratie. Die muss deutlich verringert werden. Das kann man so einfach nicht mehr stehen lassen. Und wir brauchen wirklich Entlastung, wenn wir die Masse an Patienten, die da auch jetzt auf uns zurollt, wenn wir die bewältigen sollen. Und vor allem ein Aspekt, der immer wieder vergessen wird, wir verhindern Pflege, Pflegebedürftigkeit. Und das ist auch was, wo ich immer nicht sicher bin, ob man das begriffen hat. Ja? Also wie wichtig das gerade heute ist. Ja? Und auch immer eine Frage, auch immer wieder eine Frage, die auch aufkommt, ja? Oder eine Aussage. Ja? Wir verhindern noch Pflegebedürftigkeit. Ja? Warum behandelt man uns eigentlich so? Ja? Zu Zeiten, wo die Pflege auch am Boden liegt. Ja? Das ist also da wirklich dringendste Unterstützung. Und fragen Sie mehr auch mal tatsächlich Therapeuten und die Basis. Ja? Also wie es uns wirklich geht. Ja? Das ist, glaube ich, nicht ganz unwichtig. Ja. Okay. Was können Sie für die Therapeuten tun? Ich glaube, Sie sagen, der Weg ist noch nicht sozusagen weit genug fortgeschritten, aber wir sind im Augenblick auf einem Weg, wo man auch diese sonst als sonstige Leistungserbringer sozusagen eher stiefmütterlich behandelten Gruppen der Versorgung doch mehr in den Fokus hat. Und ich glaube, da ist in der letzten Zeit eine ganze Menge passiert und ist im Augenblick noch in der Pipeline. Also auch wenn Sie sagen, Sie sehen Nachholbedarf für die Heilmittelerbringer, es gibt keine Berufsgruppe, die 30% plus als durchgehandelt hat. Und das ist natürlich nur mit dem massiven neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen auch überhaupt möglich geworden. Also von daher, da tut sich eine ganze Menge. Man kann nur sagen, an die Kollegen auch appellieren, den Spaß an dem Beruf nicht zu verlieren, weil es ist eigentlich ein toller Beruf. Ne? Man kann mit Patienten arbeiten, man hat viele Möglichkeiten. Und wir sehen hier, dass doch einiges in Bewegung gekommen ist, also auch also nicht nur in Richtung Vergütung, sondern eben auch, was jetzt die Ärztesituation angeht, aber auch die Situation im Bundesausschuss, was die Heilmittelrichtlinien angeht, die ja auch
in der Überarbeitung sozusagen sind, damit das da auch ein bisschen verschlankt wird, das, der ganze Prozess. Also ich hoffe, wir sind auf einem guten Weg. Okay, also 30% auf 1.420 Euro Durchschnitt Reinertrag hat das IFO-Institut in München ermittelt. Finden Sie das auch richtig? Es gibt viele Zahlen an der Stelle. Das IFK hat auch mal 2.200 genommen an der Stelle. Also von daher, das kann man. Das sind die Angestellten, das war jetzt Praxisinhaber. Ja, das war auch bei den Praxisinhabern an der Stelle. Es ist an der Stelle ein breiter Aspekt zusätzlich genommen worden. Das Wichtige, glaube ich, ist, dass diese Vergütung jetzt auch bei den einzelnen Therapeuten ankommt. Also 400 Millionen allein für die Ersatzkassen in einem Jahr oder in jedem Jahr zusätzlich mehr, das muss dann auch sichtbar sein in den nächsten Jahren bei den einzelnen Therapeuten. Mhm. Ja? Also ich kann mit einem mit gutem Gewissen sagen, das kann ich hier noch gerne, wir können uns gerne noch mal treffen. In über acht Jahren Praxis, auch zu Hochzeiten, habe ich nie mehr verdient als meine Rezeptionskraft. Das ist Realität. Was soll ich denn weitergeben? Also was soll ich denn von 30% am Ende weitergeben? Also ich hab, muss ja erstmal, also ich habe nicht mal mehr eine Rente mittlerweile, ja? Weil ich weiß, bei der letzten habe ich meine Kosten, die ich mehr gehabt habe, ausgleichen müssen. Ja? Dadurch, so habe ich meine Rente verloren, ja? damit ich überleben kann. Das ist also ganz ehrlich. Erstmal, also da muss man wirklich sich genauer die Zahlen auch nicht nur von den Angestellten angucken, sondern auch von den Inhabern, ja, und die verdienen nämlich nicht viel mehr. Das, oder sogar noch weniger. Der Brandbrief war, glaube ich, eine Anlage, die sehr schön illustriert hat, dass der AOK-Tarifvertrag, welcher AOK war das? Von 2016. Da ist der unterste Gehaltsstufe ist nicht mal der Medianwert der Therapeuten, und das sind, glaube ich, ungelernte Telefonistinnen bei euch. Da muss man sich schon echt die Frage stellen, also wie sowas zustande kommt. Ja? Ich glaube, also, es hat sich noch kein Physiotherapeut bei uns als Telefonist beworben. Ich mache das, wenn Sie müssen, können wir mal drüber reden vielleicht. Ja. Und selbst wenn man als ja. Und selbst wenn man also diese unterste Stufe der AOK-Vergütungsliste nimmt und dann geht man auf die Seite der BFA und guckt mal, was würde man für Rente kriegen, wenn man wirklich 45 Jahre konsequent einzahlt, und dann würde man bei 998 Euro im Monat leben. Reicht das? Nein. Okay. Der Gastgeber hat das Schlusswort. Ja, erstmal natürlich von meiner Seite ein ganz herzliches Dankeschön an die Kollegen von den Krankenkassen, dass sie hierher gekommen sind. Natürlich an Herrn Schneider erstmal für die Gesamtaktion, denn sie hat deutlich gemacht, wir haben ja ein gesellschaftliches Problem, was, glaube ich, oftmals im Schatten liegt, was aber viele, viele Patientinnen und Patienten betrifft, nämlich Versorgungsproblematik. Und natürlich an Sie, Herr Buchner, für die Moderation. Zum Schluss ist für mich nur die Konsequenz daraus sehen, ja, diese 30%, Sie sagen selber, das ist immens, aber das ist für mich, ich betone es nochmal, maximal die Kompensation von dem, was die letzten 10 Jahre da nicht passiert ist. Es ist auch das Resultat, denn wenn Sie zyklisch diese 3%, was immer noch unter dem Durchschnitt der anderen liegt, auf die letzten 10 Jahre verteilt hätten, dann würden die Therapeuten hier nicht in Berlin sein. Also das ist ein hausgemachtes Problem, und diese 30%, die hätten wir uns vermeiden können, wenn man nur durchschnittlich die letzten 10 Jahre 3% gezahlt hätte. Das Problem ist, wie gesagt, eine mangelnde Patientenversorgung draußen, und auch der Streit mit den Kollegen von den Ärzten, das resultiert ja alles, das ist alles hausgebacken. Das hätte man alles vermeiden können, wenn man ein bisschen progressiver, und nochmal, ich als Politiker muss da ein Auge drauf haben, aber Sie als diejenigen, die den Versorgungsauftrag in der Gesellschaft ja haben, von uns als Institution öffentlichen Rechts, müssen natürlich auch zu uns als Politik kommen und sagen, hier läuft gerade was falsch. Und deshalb sehe ich es auch momentan überhaupt nicht problematisch, es bringt die Krankenkassen nicht um, wenn wir die sogenannten Reserven, die sie jetzt haben, in einer Ad-hoc-Investition da mal auch dann entsprechend bereitstellen, nicht verteilt über 3 Jahre, denn der Kollege hat es ja auch gesagt, wir reden jetzt über die Zukunft. Sie müssen ja heute erstmal Leute überzeugen, in diesen Beruf reinzugehen. Und die werden nicht in den Beruf reingehen, wenn wir denen nicht morgen ein Signal setzen. Und dann haben wir ein Problem, was wir jetzt schon haben, in 3 Jahren noch mehr, weil dann werden keine Therapeuten mehr die Schule besuchen. Und Sie sehen es ja auch. Und dann frage ich mich ganz klar, warum wir da eigentlich mal, ich mag in diesem Fall das Wort Kosten nicht, ich würde es eher als Investition in die Zukunft sehen. Denn der Herr Schneider hat es ja schon angesprochen, die Zusammenarbeit der Heilmittelerbringer zum Beispiel mit den Sanitätshäusern, also mit den Hilfsmittelerbringern in Bezug auf Korsetts oder was auch immer, in Bezug auf Rollstühle oder in Bezug auf Pflege. Wie viele
Therapeutinnen und Therapeuten sind in Heimen drin und sprechen mit den Pflegekräften, was gemacht werden muss. Da sollten die Krankenkassen, denke ich, auch mutiger sein und dann tatsächlich dann den Direktzugang sogar mit unterstützen, denn sie entschlacken ganz klar die Arztpraxis und der Arzt hat dann, der hat ein Recht darauf, sich auf das originäre Problem zu konzentrieren, was er tut, nämlich Arzt. Die lernen ja während ihres Studiums nicht mit Heilmitteln umzugehen. Und ich glaube kaum, dass ein Arzt in der Tiefe weiß, gerade der Hausarzt, der es meinetwegen verschreibt, was Manualtherapie ist, wenn er es nicht selber lernt. Deshalb würde ich mir wünschen, dass die Krankenkassen von sich aus jetzt sagen, diese 30%, die wir bis zum Jahr 2020 veranschlagt, sind ja rückgestellt, dass sie die jetzt ad hoc investieren, dadurch auch ein ganz klar gutes Signal setzen. Wir sind bereit und sie würden wahrscheinlich sogar der einen oder anderen Diskussion mit Jens Spahn aus dem Weg gehen, weil sie sagen, wir haben hier investiert in eine Möglichkeit. Gut. Okay. Dann sage ich vielen Dank, Herr von Madel, vielen Dank, Herr Fehrmann, vielen Dank, dass das hier möglich war und vielen Dank für 516 gefahrene Kilometer. Wenn ich es richtig verstanden habe, 60, ja, Entschuldigung, wenn ich es richtig verstanden habe, geht es jetzt weiter und das war jetzt der Anfang, richtig? Genau, also auf jeden Fall geht es weiter. Wie gesagt, ich werde die Briefe jetzt erstmal ans BMG schicken. Und das auch kontrollieren. Und wir haben noch ein paar nette Ideen für die nahe Zukunft. Und wir hören auf jeden Fall jetzt nicht mehr auf. Perfekt. Also da kannst du wiederholen. Super Heiko, Heiko, du bist eine Rampensau. Also was will man mehr? Schönen Abend aus Berlin und gutes Gelingen.